Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic 3 hier im Blackwind Dungeon. Und beim letzten Mal ja nicht sonderlich erfolgreich, sondern ja halb erfolgreich das Rätsel gelöst, das wir nicht lösen mussten. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier zu tun haben. Naja, das sieht ja alles ganz übersichtlich. Das ist ein Labyrinth hier, ne? Mhm. Okay. In den Wänden steht. Oh Gott. Oh Gott, hier. Oh Gott. Wir sind. Wir haben mit einem Schritt dreimal, viermal teleportiert worden. Das ist ja Irrsinn. Das ist ja fantastisch. Oh Gott, jetzt müssen wir hier einen Weg durchfinden, ne? Und vermutlich. Ja. Natürlich. Ja, das wäre ja auch zu schön. Na gut, dann gehen wir mal. Nein. Na. Okay, das nicht. Können wir hier hin? Ja. Können wir hier hin? Ja. Achso, was sollen wir hier überhaupt machen? Moment. Pay tribute to all the statues in Blackwind Dungeon und, ja, three statues below. Okay. Okay, das geht auch. Aha. Nein, das ging nicht. Oh Gott, jetzt fangen wir wieder. Oh ne, das macht ja. Oh Gott, das ist ja fantastisch. Das wird ja nur Stunden dauern. Ja, toll. Moment, Moment, Moment. Hier war doch was. So, jetzt gucken wir nach Osten. Jetzt drehen wir uns nach Süden. Und dann sehen wir was. Wir werden mal was ausprobieren. Teleport funktioniert. Sehr gut. Okay, dann können wir hier... das war so. Hier ging, hier ging. So, dann wollen wir mal gucken. Also nach hier werden wir teleportiert. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das Ding war im Süden 10. Also wenn wir uns jetzt 10 teleportieren. Oh Gott, wir können nur 9. Shit. Fuck, fuck, fuck. Ah gut, okay, dann müssen wir hier noch irgendwie durch. Also Moment. Das ging nicht. Das geht. Das geht auch nicht. Hm? Ah! Man muss nur einen Schritt machen. Verstehe. Ah, man wird so teleportiert, wie man guckt. Also wenn man dann die nächste Bewegung, die man macht, egal ob drehen oder... Aha. Ich dachte, hier hätte ein Pferd gestanden. Da sind wir wohl woanders hin teleportiert worden letztes Mal. Okay, also man kann, nachdem man teleportiert ist, eine Bewegung machen. Das ist gut. Also dann wird Drehen natürlich die blödeste. Dann muss man so stehen, dass man keine Wand vor sich hat. Okay. Okay. The Statue of Haemon of Freud, Warlord of Castle Blackwind and its Domain. Read the inscription. Aber immer. Ist ja egal. Surrender unto Haemon Othroyd his due. 100.000 gold shall win his favor. Hm, na gut, hilft ja nix. Okay. Den haben wir jetzt. Okay, hier kommen wir weiter. Das geht auch. Also der war hier. Nicht unlo oder wäre ja schön, wenn die anderen auch hier wären, aber wir haben irgendwas gesehen, als wir uns. Ah, scheiße. Nee, ich fürchte, wir müssen. Also wenn hier in der Mitte was ist, dann sind wir völlig angeschissen. Das wird ja kompliziert. Wie weit können uns 9 Felder teleportieren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, in die Mitte würden wir kommen. Gut, okay. Na gut, dann gehen wir mal hier. Ja. Also hier wäre Speichern echt praktisch. Danke, Spiel. Das macht die Sache äußerst unangenehm.
okay, das war falsch. So, einen Schritt können wir machen, dann machen wir einen Sidestep. So. Nein, wollen wir nicht. Jetzt genau den gleichen Weg. Gott, das ist ja. Das ist echt ein bisschen wie Bard's Tale gerade. Allerdings gibt es immerhin ein Geräusch, wenn wir teleportiert werden. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Damit wir das wissen. Und es ist nicht alles Darkness. Also bei Bard's Tale wäre jetzt alles dunkel. Magische Dunkelheit, in der wir nichts sehen würden. Beziehungsweise, also, oder Invisity wäre das, glaube ich, auch so. Also, da ist das Spiel dann doch eine Spur netter. So, also, da sind wir teleportiert worden. Der geht also nicht. Okay, probieren wir mal den dahinter aus. Das geht. Geht das? Das geht auch. So, wollen wir uns jetzt einfach mal in die Ecke teleportieren, oder? Warum nicht? Das müssten 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein. Oder wäre bei minus 1? Oder mal lieber 5. Hm. 5. Ah, das ist die Ecke, ja. 0, okay, aber hier ist nichts. Toll. Hier. Danke, Spiel, ist unsichtbar, wenn ich draufstehe, oder was? Oh, du siehst dieses riesige Pegasus-Vieh nicht, das, auf dem du quasi stehst. So, Statue of Tempeststorm, Mount of the Hammond. Ja, ja, read the inscription. Ja, bitteschön. Place 1000 Gems, the Hooves of this Great Steed to honor her master. Ja, bitte. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Achso, wir haben ja 10.000, ist ja noch eine, ist ja eine 10er Potenz, haben wir ja mehr, das ist ja ganz übersichtlich, okay. Okay, zack. Das geht noch. Was? Da war... Wieso war ich da schon? Achso, da sind wir hin teleportiert worden. Okay, dann wären wir jetzt von da weg teleportiert, ne? Wahrscheinlich dahin. Oh, gucken wir mal. Yep. Nee, wir haben jetzt an den Anfang teleportiert. Das ist nicht gut. Okay, dann also alles nochmal. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So. Nee. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Oh Gott, was Feld war das denn? War das jetzt das, was ging? Nee, das hier ging nicht. Ich bin mich an eine Wand gestellt. Gejumpt. Sicherheitshalber machen wir einen Sidestep. Okay, das geht. Das geht auch. Okay. Also, wir wollen... Wo wollen wir denn hin? Dann würde ich sagen, wenn wir das hier schon in den Ecken waren, dann gehen wir da mal in die Ecken. Wie viel Stadt haben wir denn? 3. Okay. Dann wollen wir mal hoffen, dass nichts in der Mitte ist. Ich glaube, das hier mit den Wänden, das ist ja noch zu handhaben. Also, wir haben... Also... Das Feld geht. Das Feld teleportiert uns. Teleportiert uns. Wir gucken mal, ob wir da drüber springen können. Ja! Okay, sind wir da? Ah, fuck. Nein. So, 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 so. Das ist ein Nerv. Okay. Obwohl, dann... Machst du mal den Jump, damit wir es nicht immer auch hin und her wechseln müssen. Okay. Also das Feld ging nicht. Toll, das geht auch nicht.
fantastisch. Jump. Okay, also das Feld geht nicht, das Feld geht nicht. Vielleicht können wir uns dahin teleportieren. Hä? Ah, scheint zu gehen. Wie viele Felder sind es jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das reicht vielleicht schon. Gucken wir mal. Aha. Okay, da ist vielleicht eine Wand oder so. Ja gut, hilft nichts. Müssen wir ausprobieren. So, jetzt nochmal 9. Ha! So. The Statue of Bloodmane, den kennen wir schon. The Warlord's Pet and Hunting Beast. Read the inscription, aber immer. A tribute of blood is required to exalt the castle's warlord. Will you sacrifice a party member? Ja, da bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Danke, Spiel. Blödes Mistvieh. So war's das jetzt. Gucken wir einfach mal, wo wir hier hinkommen. Wenn wir hier einfach alles abgehen. Es gibt hier offensichtlich nichts. Hm? Hier kann man einfach lang gehen, oder was? So, okay, jetzt hauen wir ab hier. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass es das war. Ich habe nämlich keinen Bock hier. Den Scheiß nochmal zu machen. Gut, sehr gut. Ja gut, war ein kompliziertes oder schwieriges Dungeon, aber Rätsel war es ja nicht wirklich. Finally, I'm freed from my captivity. Entschuldigung. Schluck auf, das ist gut, das braucht man. Okay, weiter geht's. I will offer this as reward for your assistance. 2-3-1, ja danke, wissen wir schon. Is half what is required to fulfill your destiny. Mm-hmm. Now farewell forever. The ghost of Blackwind slowly dissipates until it is gone. Okay. Gut. Nee. Okay. Dann, welchen Tag haben wir denn? Können wir auch mal bald wieder die Seashell abholen, aber vorher würde ich sagen, erstmal ein schmuckes Town Portal. Hier hin. Nee. So, das wird jetzt teuer. Ja. Naja, hilft ja nichts. Herzlich willkommen zurück. Okay, kann man aufsteigen? Ja. Aber gut, wir kriegen ja gleich nochmal Erfahrungspunkte für die Seashell. Tag 93. Also, kurz mal rekapitulieren. Was fehlt uns denn jetzt noch? Also, wir könnten wieder zurück in die Pyramide. Und das habe ich übrigens vergessen, als ich in der Pyramide war. Ich hätte vielleicht mal, das hätte ich gerade im Castle Blackwind und Greywind auch machen können. Korax Notes vergesse ich irgendwie ständig mir anzugucken. Ich weiß, furchtbar. Denke ich einfach nicht dran, dass man vom Spiel immer noch zu jeder Area einen Hinweis kriegt. So wie hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon gemacht haben. Also das will ich in der Pyramide auf jeden Fall nochmal machen. Das könnte ja ganz interessant sein, was Korak da dazu zu sagen hat. Nein. Hat sich eigentlich an den Awards was getan? Aha. Okay.
Also, okay. Also hier wären zwei Orbs. Zwei Orbs. Hier sind die Orbs, würde ich mal sagen, die wir zum Neutralen geben. Die würden hier hinkommen. Ich habe das Gefühl, uns fehlen auch noch Artefakte. Diese Zahlen, das kann ja so nicht bleiben. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie viel es gibt, aber 9, 13, 11, das erscheint mir ein bisschen unausgewogen. Okay. Da steht sogar die Lösung nett. So, hier haben wir noch eins und hier haben wir noch eins, was uns fehlt. Steht gar nicht, dass wir diese Pearls der Pirate Queen gegeben haben. Nee, das wird bestimmt irgendeinen Grund haben. Okay. Ja, es ist die Frage, was machen wir jetzt in den restlichen 6 Tagen? Dungeon wird wahrscheinlich länger dauern. Wir können ja nochmal sehen, ob wir noch in eine andere Pyramide gucken. Können wir einfach mal reingucken. Wo sind denn eigentlich unsere Beacons? Cathedral of Carnage, die brauchen wir nicht. Die können wir verwenden. Und deine... Ach, das war bei diesem Brunnen, der irgendwie alle Werte erhöht hat, ne? Na okay, gut, dann gehen wir jetzt erstmal zur Seashell-Dings-Insel und, da waren wir doch gerade, hätte ich mich doch... Perks, Mensch. Kommen wir doch gerade her. Dann setzen wir da noch eine Beacon hin und dann... gucken wir uns auch ein bisschen um. So... Ne? Ne? So, Cast. Okay. Gut, was wäre denn der Logik nach die nächste Pyramide, in die wir gehen? Eigentlich die auf der Swamp Isle, ne? Aber wir müssen uns ja nicht um Logik kümmern, wir können ja einfach in die hier gehen. Da waren wir schon, hier war da auch eine. Da ist sie. So. Na gut. Z. Alpha Engine Sector. Okay. Hier waren wir noch gar nicht. Also was wir ja schon sehen von dem Schaden, den wir nehmen, wir brauchen definitiv, wenn wir hier mal auf irgendwas Gefährlicheres treffen sollten, was ich irgendwie nicht hoffe, auf jeden Fall brauchen wir irgendwie Energy Resistance. Wo geht das hier hin? Main Engine, keine Ahnung. Na gut, schauen wir mal. Na gut, euch kennen wir. Oh. Nice. Ah, hier brauchen wir kein Licht. Das ist ja auch praktisch. 94. Aber Wizard's Eye brauchen wir. Okay, dann gucken wir mal, was das macht. Searing heat radiates from the glowing crystal. Do you wish to touch it? Aber immer. Und jetzt? Moment. Tja.
alle gealtert? Dann gucken wir nochmal bei dem 33. 34. Hat das sonst noch irgendwas gemacht? Shit. Sehr unbefriedigend. Tja, wir werden ja älter. Aber sonst bringt das nichts, oder? Experience, hat sich die verändert? Auch nicht. Nee, wir werden einfach nur älter. Das hier? Ja, wir werden einfach nur älter. Scheint mir ja dann hier reichlich sinnlos zu sein. Naja, können wir vielleicht später nochmal zurückkommen und nochmal genauer nachgucken. Vielleicht mal. Weil das kann ich auch mal offscreen machen, schreibe ich mir mal alle Werte auf, ob sich was verändert hat. Aber es wundert mich, dass es überhaupt keine Meldung gibt vom Spiel. Sonst kommt ja dann immer irgendein Spruch noch. Okay, das ist schon wieder diese Dinge. Oh! Na, das nehmen wir mit. Ja. Wieso willst du wissen, wer den nimmt? Zumal es auch egal ist, weil es der kriegt, der den... Ist dir jetzt irgendwas zugestoßen? Glaub nicht. Zumindest... Also älter geworden bist du nicht? Ich mein... Dafür könnten... Seltsam, seltsam, seltsam. Sapphire okay. Splintmail, was trägst du? Scan. Platinum Padded Obsidian Board. Obsidian Board, das ist gut. Haben wir eine einhändige Obsidian Waffe. Das heben wir uns mal auf. Okay. Ja, schon wieder. Verstehe das nicht. Was soll das? Ich meine, fassen wir die Dinger halt nicht an. Vielleicht ist das noch Teil von irgendeinem Rätsel oder so. Was weiß ich. Also, dann gehen wir erstmal hier alles ab. Das sieht ja hier handhabbar aus. So, dann mal gucken, was hier ist. Ja. Blaue Köpfe und Crystals. Ja. Sonst noch was? Nee. Da unten ist auch noch was. Okay. Gleiche nochmal. Was? Ach, du bist schon gealtert? Gucken wir mal bei dir, ja. Macht einfach nur älter. Ja. Macht das irgendwas mit der Zeit? Nee. Tag 94? Ja. Obwohl, das müsste dann das Jahr verändern. Nee, macht's auch nicht. Na? Ja. Guten Tag. Drei auf einmal, auch irgendwie kein Problem. Noch ein Orb? Ja.
verstehe das nicht. Was soll das? Das kann doch nicht sein. Das ist doch völlig... Was weiß ich. Nee. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ob wir hier reinkommen. Gegen Energy können wir uns ja leider nicht schützen, glaube ich. Und Electricity bringt nichts, ne? Ja, war klar. Da ist noch so ein Küstelteil. Fantastisch. Gut, übliche Prozedere. 22. Ach, hier, das Ding hat was zu sagen. Strange voice swims around in your head. Number for a record, Kevin is 20. Ja, das wissen wir schon, danke. Und sonst passiert nichts, okay, na gut. Gibt es hier auch wieder eine Lösung? Oh! Ja. Jetzt haben wir drei. Wieso macht dieses Ding hier Maul auf? Gefällt mir nicht. Wo genau besteht hier die Gefahr? Oh, das ist neu. Moment. A strange voice swims around your head. Word for the central control sector. Word for central control sector. Das klingt irgendwie wichtig. Das klingt so sehr nach Brücke. Also nicht, dass unsere Charaktere wüssten, was das ist, aber it's creators. So, und jetzt mache ich mal das, was ich schon wieder vergessen habe. Quark's notes on Alpha Engine Sector. Many years ago, Sheltum did employ vagabonds to tread the ways of Terra so that they might learn its secrets. Once they had learned much and traveled far, he stole their souls and imprisoned them here. These souls, the sleepers of Sheltum, will confess their knowledge to any that touch the items in which they have been imprisoned. Okay, das sind offensichtlich diese Kristalle. Mhm. Naja. Okay. So, ja, ja, ist ja gut. Und die letzten Räume hier auch noch. Hier gibt es ja noch einen Orb. Sieht nicht so aus. Aha. Hilfreich, hilfreich. Passcode. For Alpha Engine Sector. Moment, das, wir sind aber Alpha Engine Sector, oder nicht? Engine Sector is Warp. Mhm. Wir sind am Alpha, ja. Mhm. Na gut. Zeit haben wir noch. Speichern.
Platz eigentlich? Ja, haben wir noch. Noch ein Orb. Jo, im Moment haben wir nicht, dass wir hier irgendwie in Probleme kommen. 7 und 2 haben wir jetzt verteilt, ne? Mhm. Ja, können wir also noch. Müssen wir noch nicht aufpassen, wer wie viel kriegt. Ja, erstmal alles abgehen. Nein. Ja. Gut. Und ja. The Strange Words for Castle Bloodrain are Ogre and Nordic. Ja, danke, wissen wir schon. Okay, da haben wir den hier jetzt ja auch soweit fertig. Mal abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, was diese Crystals auf der rechten Seite machen. Aber eine Sache können wir nochmal ausprobieren. Was passiert, wenn wir hier Warp eingeben? Nee. Groß geschrieben? Okay. Also würden wir von woanders mit Warp hierher zurückkommen. Okay. Na gut. Okay. So. Gut, dann würde ich sagen, können wir beim nächsten Mal uns die Seashell holen. Ich werde dann offscreen nochmal wieder durch die Items gehen und dürfte sicher nicht viel getan haben. Und dann auch noch die Orbs abgeben. Und beim nächsten Mal können wir... Oh, das können wir aber einfach beim nächsten Mal, beim nächsten Video machen. Das dauert ja nicht lange. Ja. Das passt. Okay, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann bringen wir die Orbs weg, holen uns die Seashell. Ja, und gucken danach mal... mal gucken wir dann mal hin. Vielleicht ins nächste Dungeon, ne? Ja. Würde ich sagen, bis dahin. Tschüss.